Die Leute werden sagen, noch bevor die Drums begonnen hatten, hat er ihn zernommen und geplättet wie Willkommensmatten. Willkommensmatten? Ich meine Fußmatten. Ich weiß, was deine weiblichen Vorfahren für einen Beruf hatten, du Spacken. Das war ja mal grausames Pech, mich in der ersten Runde zu ziehen bei 1600 weiteren Teilnehmern, die da draußen entsetzt gleich Zeuge werden, wie ich dich im Vorbeilaufen zerfetzt. Oh mein Gott! Kleiner Rizim aus der Epoche Hampelmann. Ich glaube, das Rappen hast du letzte Woche angefangen, macht nichts, weil ich dich Lauch gern überrenn. Streng dich an, ich mach gerade Aufwärmübungen. Mann, ich zerpflücke deinen kleinen Körper, kleiner Pisser. Um mich zu zerficken, reichen deine Wörter bei weitem nicht aus. Ich nehme das Messer von der Küchentheke, schleife es und weide dich aus. Bitte keinen Applaus, ich will ihm doch nur erklären, dass da außer Hip-Hop auch noch andere Karrieren wären. Und vielleicht ist es der Tag, an dem dein Leben neu begann. Morgen gehst du dann und schließt dich irgendeiner Boyband an. Erste Runde und du bist schon hier fälliger. In deinem Dorf sind die Telefonnummern sicherlich vierstellig. Und der tuntige Teller in deinem Ohr, wär ich dein Vater, hieß es ab in den Keller. Aber sofort und da bleibst du auch, bis ich dich spast wieder raufhol. Du liegst schon, doch siehst, wie ich mit Kraft wieder aushol und dir den Gnadenstoß verpasse, du Knecht. Wenn du dachtest, du kommst bis VR1, hattest du recht. Über diesen Vogel fällt mir reichlich ein, deswegen wird eine Niederlage unwahrscheinlich sein. Doch das wird dir irgendwann peinlich sein, deswegen gebe ich dir den Tipp, Digga, reich nicht ein. Über diesen Vogel fällt mir reichlich ein, deswegen wird eine Niederlage unwahrscheinlich sein. Doch das wird dir irgendwann peinlich sein, deswegen gebe ich dir den Ratriss im Reich nicht ein.